Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Kita-Rechtler-Videos. Mit mir in unserem Film- und Tonstudio ist meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Triller. Hallo. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir haben unlängst ja unsere Kita-Rechtler-on-Tour-Station in Berlin gehabt. Und da kam eine Frage aus dem Publikum auf, die jetzt ein bisschen am besten Gegenstand für dieses Video sein soll. Nämlich, ob denn, diese Regelung im Arbeitsvertrag zur Vertraulichkeit, ob man damit denn beim Datenschutz für die Erzieher auf der sicheren Seite wäre. Und natürlich haben wir das dann auch gleich dort beantwortet, aber im Hinblick auf die Relevanz auch für andere Kita-Träger uns gedacht, da machen wir doch mal ein schönes Video daraus, vor allem weil ja mit der Datenschutzgrundverordnung nochmal eine weitere Verschärfung des gesamten Themas droht. Insofern, reicht denn diese Norm oder dieser Paragraph im Arbeitsvertrag, Paragraph, keine Ahnung, nehmen wir mal was weiter hinten, 9, 10 oder 11, mit der Überschrift Vertraulichkeit. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich zur Vertraulichkeit und über betriebliche Belange Stillschweigen zu bewahren. Reicht der denn aus, wenn es um den Datenschutz oder die datenschutzkonforme Anpassung des Kita-Alltages geht? Frau Kollegin. Kurze Antwort, nein. Ah, ist ärgerlich. Lange Antwort, immer noch nein, aber es liegt daran, du hast es gerade schon gesagt, es geht um die betrieblichen Belange bei dieser Vertraulichkeitsregelung und jeder Arbeitnehmer, der irgendwie mit Daten in Kontakt kommt, mit personenbezogenen, muss zusätzlich noch bei Aufnahme der Arbeit, der Beschäftigung auf das sogenannte Datengeheimnis verpflichtet werden. Das heißt, da wird nochmal gesondert, unabhängig vom Arbeitsvertrag, sodass ihm die Wichtigkeit bewusst wird und bewusst gemacht wird, wird er darauf hingewiesen, übrigens, personenbezogene Daten, alles zu den Kindern, möglicherweise Daten zu den Kollegen, zu den Familien und so weiter und so fort. Was auch immer dir bekannt wird, du musst es geheim halten, du darfst es nicht weitertragen. Du darfst es auch nur intern zu den Zwecken verwenden, zu denen sie erhoben wurden. Und das heißt, es ist so ein richtiges Merkblatt und da setzt er dann hinterher seine Unterschrift runter und ist dann verpflichtet auf das Datengeheimnis. Für unsere Zuhörer und Zuschauer nochmal präziser. Also, diese Klausel im Arbeitsvertrag, die ist nicht irgendwie Schrott, sondern die ist ganz üblich. Allerdings reicht sie nicht aus im Bereich der Kinderbetreuung, weil man kommt dort eben mit Personen mit sensiblen Daten in Kontakt. Das heißt also, diese Vertraulichkeitsklausel, die findet sich natürlich auch in einem Arbeitsvertrag für eine Bäckereiverkäuferin wieder oder für jemanden, der am Fließband Autos zusammenmontiert. Und da ist sie auch absolut sinnvoll und auch ausreichend, weil dort personenbezogene Daten eher selten anfallen. Es sei denn, Frau Müller erzählt ganz viel, aber das macht sie dann freiwillig. Beim Bäckereinkauf. Hier aber in der Kita eben kommen wir grundsätzlich dann mit sehr, sehr vielen Daten in Berührung. Was machen Mama und Papa beruflich? Wie sieht die Familiensituation aus? Welche Entwicklungsfortschritte oder Rückschritte macht das Kind? Und somit sagt der Gesetzgeber, für solche Arbeitsverhältnisse geben wir gesetzlich verpflichtend vor, dass der Arbeitnehmer nochmal gesondert auf einem gesonderten Blatt Papier auf den sogenannten Datenschutz verpflichtet wird. Das heißt, er verpflichtet sich mit seiner Unterschrift, das Datengeheimnis, sagt man dann, zu wahren und wird auch nochmal darüber belehrt, dass, wenn er es nicht macht, was ihm droht? Na, erstmal arbeitsrechtliche Konsequenzen natürlich. Aber viel, viel schlimmer noch obendrauf. Wenn er dagegen verstößt, dann macht er sich natürlich genauso im Sinne des Datenschutzes einer Ordnungswidrigkeit schuldig. Das ist ja durchaus schon mal relevant. Da sind wir ja in dem Bereich, dass dann Strafrecht eine Rolle spielt im weitesten Sinne. Und somit soll der Arbeitnehmer davor gewarnt werden, Achtung, Achtung, hier wird nicht nur der Arbeitgeber dir auf die Finger hauen, sondern eben auch noch andere Stellen. So, jetzt, das galt bisher und wurde mal weniger gut, mal weniger schlecht im Kita-Alltag umgesetzt. Und jetzt kommt diese Datenschutzgrundverordnung noch zusätzlich obendrauf. Und was bedeutet das jetzt noch für Kita-Träger und Kita-Leitungen? In der Datenschutzgrundverordnung findet sich dieses Datengeheimnis erstmal nicht. Das heißt, man könnte jetzt aufatmen und sagen, na, dann muss ich weiter beachten. Aber die Datenschutzgrundverordnung bildet nur ein Grundlevel an Datenschutz, der EU-weit gelten soll. Das heißt, die einzelnen Länder, Mitgliedstaaten können natürlich sagen, sie haben ein höheres Level an Datenschutz. Und genau das hat Deutschland diesbezüglich jedenfalls gemacht und hat gesagt, wir bleiben weiter bei dem Datengeheimnis.
ist jetzt ein bisschen weiter nach hinten gerutscht im Bundesdatenschutzgesetz, aber weiterhin müssen Beschäftigte bei Arbeitsaufnahme auf das Datengeheimnis verpflichtet werden. Müssen sie nur auf das Datengeheimnis verpflichtet werden oder ist es eigentlich nicht jetzt im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung noch, oder ist es jetzt mit dem einmaligen Unterschied, machen wir anders, wir stellen die Frage mal so, dass es, glaube ich, ein bisschen leichter zum Nachvollziehen ist. Ist ein Kita-Träger fein raus, wenn er sich bei Begründung des Arbeitsverhältnisses oder irgendwann später, damit es keinem auffällt, diesen einen Zettel unterschreiben lässt oder braucht es dann noch mehr? Also er muss natürlich seine Mitarbeiter auch regelmäßig darüber belehren, was er für ein Datenschutzniveau bzw. was er an Datenschutzmaßnahmen ergreift, damit die Bescheid wissen. Also er muss sie genauso belehren darüber, was er... Genau, darauf wollte ich hinaus. Genau. Das heißt also, ein Kita-Träger kann eben nicht mehr sagen, okay, jetzt habe ich die Unterschrift, jetzt packe ich es in die Personalakte und gut ist... Und nie wieder wird dran gedacht. Genau. Denn spätestens, wenn es mal zu einem... Datenschutz-Malheur auf, sagen wir jetzt mal, Erzieherebene kommt und man da so ein bisschen nachforscht, wie konnte es dann dazu kommen und dann die Erzieher sagen, wussten wir doch nicht, dass wir den ganzen Kram zu löschen haben oder wussten wir doch nicht, dass wir die Daten von der, was nehmen wir, Krankheitsgeschichte eines Kindes nicht in dem offenen Buch jederzeit reinschreiben, wenn Mama morgens anruft und sagt, wir haben leider die Läuse, und dann steht im Buch drin, Mama vom kleinen Sebastian hat angerufen, die Läuse sind wieder da. Das, also wenn da ein Erzieher sagt, ja, das wussten wir doch nicht, der Träger aber seinerseits sagt, na, aber dafür gibt es doch bei uns ein festes Regelwerk, wie wir damit umgehen, dann wird es letztendlich den Träger wieder treffen, weil er nicht entsprechend sein Team belehrt und geschult hat, wie im Datenschutz im Haus, in der Einrichtung, trägerseits umgegangen werden soll. Das führt zu, wie immer, wenn wir unsere Videos beenden, zu mehr Aufwand bei Trägern und Leitungen. Wir können es nicht wegzaubern. Tut uns leid. Wir können nur als Überbringer der schlechten Nachricht immer wieder auf diese neuen, sich auftuenden Probleme hinweisen und spätestens voll in Kraft treten der Datenschutzgrundverordnung und, sagen wir mal, bis es sich dann nach 2-3 Monaten eingegroovt hat, wird man sich auch nicht mehr rausreden können als Kita-Träger und sagen können, ich habe ja da nichts gewusst. Man hätte nichts gewusst oder es war so viel Aufwand und es waren andere Sachen, die anstanden. Das Ding ist jetzt wie lange in der Mache? Lang genug. Lang genug, dass man wahrscheinlich dann eben sich nicht damit rausreden kann. Insofern unser Appell an alle Kita-Träger und Leitungen und sonst wie datenschutzbewegten Personen, so schnell wie möglich damit auseinandersetzen, weil sonst kommen andere und zeigen mit strengstem Mittelfinger, nein, Zeigefinger, ich wollte mal gucken, ob alle zuhören, mit strengstem Zeigefinger einen sehr genau an und können gegebenenfalls auch empfindliche Bußgelder verhängen. In dem Sinne, ciao. Tschüss.